Oberbauchschmerzen sind sowohl für den Patienten als auch für den Arzt herausfordernd. Bei Oberbauchbeschwerden gibt es unterschiedliche Schmerzcharakteristika. Es gibt zum einen den dumpfen, drückenden Schmerz. Es gibt ihn gürtelförmig über den gesamten Oberbauch verteilt, auch ausstrahlend in den Rücken. Es gibt ihn stechend kolikartig, das heißt, dass er in Intervallen auftritt und auch manchmal in die Schulter ausstrahlen kann. Dann gibt es ihn nach Nahrungsaufnahme, wo er deutlich zunimmt, eher auch so im Mittelbauch gelegen. Oder aber immer, wenn man lange nichts gegessen hat, dann auch meistens im Mittelbauch gelegener Schmerz. Und all diese unterschiedlichen Informationen sind für uns wichtig, weil sie manchmal schon einen Hinweis darauf geben, wo der Schmerz herkommt und wo wir suchen müssen. Neben der ausführlichen Befragung des Patienten, wo wir sozusagen eingrenzen und versuchen zu verstehen, was für Schmerzen wir haben, wo die herkommen könnten, wären die diagnostischen Schritte zum einen eine Untersuchung, um das auch nochmal zu korrelieren, wo wir den Hauptschmerzpunkt vermuten. Dann wäre eine Magenspiegelung immer eine Option, weil insbesondere der Magenschmerz durch die Magenspiegelung am besten abgebildet werden kann, weil wir das von innen beurteilen müssen. Und als weitere Alternative kann man auch den Ultraschall verwenden, um orientierend zu gucken, ob Gallensteine zum Beispiel vorhanden sind, ob die Bauchspeicheldrüse ein Problem des Ganzen ist. Oder dann weiterführende Schritte wie Schnittbildgebung mit CT oder MRT. Häufigsten Ursachen bei Magenschmerzen oder bei Oberbauchschmerzen sind eben im Magen zu finden. Das können entweder Geschwüre sein oder auch Reizzustände des Magens wie eine Magenschleimhautentzündung. Das können Gallensteinleiden sein, wo entweder die Gallenblase entzündet ist oder ein Stein in den Gallengang abgerutscht ist und dort Schmerzen macht. Die Bauchspeicheldrüse mit Bauchspeicheldrüsenentzündungen können der Fokus sein. Und das Ganze kann aber auch letztendlich immer wieder auftreten unter bestimmten Nahrungsmitteln, wo entweder Unverträglichkeitsreaktionen bestehen oder aber auch wirklich Nahrungsmittelallergien. Und als letztes, wenn man für ausgiebig untersucht hat und am Ende keine Erklärung dafür findet, dann gibt es auch einfach Reizzustände wie den Reizmagen oder auch das Reizdarmsyndrom, wo Schmerzen leider auch ein Teil der Beschwerden sind, ohne dass wir sie immer eindeutig zuordnen können zu einem morphologischen Problem.